irgendwie, also vorne mal, for real. Irgendwie habe ich mich gerade wie unsympathisch gefühlt wegen diesen Ventilator-Zeugs. Ihr wisst Bescheid, ne? Okay, alles cool. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, es ist heiß. Ne, auf jeden Fall, Freunde, heute gibt es so ein kleines LPU, wenn man es LPU überhaupt nennen kann. Denn heute speziell auf Hosen. Viele werden sich jetzt schon denken, Hosen, also weil, Freunde, bei mir, Hosen ist wirklich so ein Ding, da geht gar nichts. Wirklich. Hosen sind bei mir immer ganz, 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 ganz schlimm. Also vor allem Jeanshosen. Ich habe wirklich, no joke, seit 2 Jahren keine gescheite Jeanshose gehabt. Jetzt ist es endlich wieder dazu gekommen und noch ein paar Pakete und ein paar andere Hosen, die ich euch heute zeigen möchte. Freunde, ich würde auch sagen, wir reden gar nicht so viel rum. Zuvor folgt mir auf Instagram, kerl.wagner, ganz wichtig. Ich bin in letzter Zeit aktiver denn je. Deswegen, Freunde, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, ran an den Speck. Ne, also Freunde, erste Paket ist von Supreme. Ja, wer meine Insta-Story gesehen hat, hat auch wieder gemerkt, dass da wieder ganz kuriose Geschichte mit dem Postboten entstanden ist. Wer mir nicht folgt, selber schuld. Ja, auf jeden Fall ein Paket von Supreme. Da ist auch eine Hose drin, die ich bestellt habe. Im letzten Video solltet ihr es... ihr solltet es eigentlich im letzten Video gesehen haben, wenn ihr es gesehen habt. So, Freunde, was kommt uns hier entgegen? Natürlich die klassische Supreme-Tüte. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe immer noch Angst, dass die Hose einfach aggressiv zu groß ist. Egal, Freunde, was kommt uns hier entgegen? Als erstes ein ganz normaler Box-Logo-Sticker. Auch jetzt wirklich leider nichts mehr Besonderes. Und dann haben wir hier das Piece. Und das war's. Genau, Freunde, hier haben wir dann einmal das Piece oben. Was? Nee. Das wusste ich jetzt gar nicht. Leute. Heißout-Hose. Das ist jetzt auch wirklich nicht irgendwie geplant. Boah, und die ist ja viel zu groß. Boah, ey, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja überwack. Das kann man auf dem Bild gar nicht sehen, die 31er. Das nenne ich mal Iceout. Freunde, ich probiere die mal eben an. Einen Augenblick, bitte. Ne, passt. Passt einfach. Leute, passt. Leute, passt wie angegossen. Die Iceout-Hose passt. Lol. Ich dachte, die wäre viel zu groß, Alter. Sie passt. Lol, Digga, sie passt ja wirklich wie angegossen, Leute. Muss ich sagen, hätte ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass die Hose wirklich viel zu groß sein wird, weil L und Basketballsachen fitten an sich immer ein bisschen oversized. Deswegen hätte ich gedacht, dass sie wirklich auf jeden Fall zu groß ist. Aber sie passt wirklich perfekt. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen, ist eine Supreme Basketball Shorts. Die habe ich letzte Woche bestellt. Für 122 Euro ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum das so teuer ist. Ich denke mal, dass Basketballhosen allgemein ist auch nicht irgendwie unter 100 Euro kosten. Vielleicht, keine Ahnung. Und ja, ich sehe halt jetzt erst diese Steinchen. Ich mache mich davon mal ein Bild. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so perfekt auf dem Video gesehen hat. So, Bild von den Steinen blende ich mal eben ein. So sieht das aus. Aber ist jetzt... Ja, Freunde, also die Steine sind jetzt irgendwie auch nicht so auffällig oder so. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Freunde, wir kommen weiter zur nächsten Hose. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich habe mir 2 Jeans gekauft. Die erste Jeans ist von der Marke Mac Jeans. Ich habe wirklich absolut aggressiv keinen Plan von Jeanshosen. Deswegen nagelt mich darauf nicht fest. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, eine normale Skinny Jeans. Also Grüße an Anton und meine ganzen Kollegen da. Die sagen immer, dass ich irgendwie keines... Ach, ist auch egal. Hier, auf jeden Fall, hier kann man es so mal sehen. Die habe ich bei irgendeinem ganz standardmäßigen Laden geholt. Also jetzt nicht irgendwie H&M oder so. Bei irgendeinem, halt eher so ein Herrenladen irgendwie. Ja, falls ich ein Fitpick davon habe, blende ich euch das auch mal eben ein. Ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich glaube, das ist eine Länge 34 und Breite 36. Ne, 34, 32 so. Und die hat 100 Euro gekostet. Genau, dann habe ich nämlich noch eine Jeans gekauft, Freunde. Und das ist eher eine, die, nagelt mich nicht drauf fest, so ein Baggy-Fit hat. Nennt man es so, auch keine Ahnung. Auch von Mac Jeans, hat auch ein Huni gekostet. Also solide 200 Tacken für 2 Jeans an der Stelle. Das ist eine Größe 34-34, das heißt, wie gesagt, die ist halt unten ein bisschen weiter. Hier kann man es auch, denke ich mal, eigentlich ganz gut sehen. Habe ich auch ein kleines Fitpick zu, blende ich euch auch mal eben ein.
ja, hat auch ein Huni gekostet, wie schon erwähnt. Ja, vorne das auf jeden Fall zu den Jeans. Ist wirklich, also für mich ist es so hart schwer, wirklich Jeans zu finden. Das ist unglaublich, das ist unfassbar. Ich war so oft schon auf Suche nach Jeans und nie hat es geklappt. Und ja, viele haben mich dann aber noch gefragt, yo Kiel, was kannst du für gute Sommerhosen empfehlen? Und ich habe euch immer gesagt, ich habe 2 Stone Island Hosen. Trotzdem haben sich immer tausende Leute gefragt, wie die aussehen, wie viele die gekostet haben, welche Größe, dies und jenes. Deswegen ist hier eine Spinne drauf, oder was? Ich will jetzt nicht töten, ne? Oder? Na, schneide ich raus. Freunde, und zwar, die erste Hose wäre einmal diese Stone Island Hose hier. Es ist auch eine normale kurze Hose, also jetzt auch nichts irgendwie Besonderes. Klar, an der Seite mit dem klassischen Stone Island Patch. Ansonsten ist es halt eher so eine Jogginghose, einfach nur als kurze Hose. Und das ist eine Größe, Freunde. Boah, ey. Schwierig. Steht leider nicht drauf, Freunde. Auf jeden Fall, ich bin 1,85 groß und ich glaube zu wissen, dass das eine Größe M ist. Aber wirklich keiner. Ja, ich glaube, es ist eine Größe M, Freunde. Ja, wie gesagt, so eine eher stoffartige Hose, die kostet Retail 145 Euro. Allerdings habe ich die über jan.resale, Shoutouts gehen raus, für 120 Euro bekommen oder sowas, aber auch gebraucht. Aber ja, ist eine ganz coole Hose, trage ich eigentlich fast jeden Tag. Und dann halt sehr, sehr ähnlich hätten wir hier einmal noch die Stone Island Hose. Für die Leute, die meine Videos jetzt schon länger verfolgen, die werden die wahrscheinlich auch beide schon gesehen haben. Die habe ich auch mal einen Shopping-Vlog irgendwo geholt. Ja, die habe ich in Düsseldorf im Bräuninger geholt. Die sollte da eigentlich auch noch verfügbar sein. Das ist halt so eine, man kann es hier sehen, die hat halt so Cargo-Taschen an den Seiten. Und ist halt so ein, keine Ahnung was für ein Material halt. Aber natürlich auch mit dem Stone Island Patch am Start. Und das ist eine Größe, das ist eine Größe 33. Und die ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also die passt wirklich perfekt. Habe ich, glaube ich, auch schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Deswegen schaut bei Insta vorbei, Freunde. Ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Ja, Freunde, das soll es dann auch soweit mit dem kleinen Video gewesen sein. Ich weiß, kein großes Video, auch jetzt nicht viel Aufwand oder sowas. Aber es ist wirklich todesheiß draußen, Freunde. Und ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag hier drin chillen und Videos drehen und schneiden. Ja, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch mit der neuen Supreme-Hose, wirklich 1A-Teil. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder... Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.